Und damit hallo und recht herzlich willkommen, ja, hier zur kleinen Runde Fortnite. Ich wollte euch jetzt mal zeigen hier, wie das aktuell gebaut wird. Also das hier ist nicht so richtig. Und zwar hatten wir ja sonst immer genommen, mehrere Schallmauern im Wechsel oder auch Wandlichter. Ich habe ja, glaube ich, immer Wandlichter genutzt. Eins hierhin, eins dahin und eins dahin. Das wird nicht mehr so gemacht, weil die Mobs, wie ihr wisst, sind ja inzwischen nach 5 Ticks immun. Und deswegen bauen wir nur noch eine Schallmauer da rein. Bauen das Ding wie gehabt. Wenn ihr nicht wisst, wie, seht ihr es gerade jetzt hier. Und immer darauf zu achten, oben rechts, was denn aktuell für, jetzt muss ich selbst mal gucken, was hier aktuell für Modifikatoren drauf sind. Das hier sind Wasserelemente, das heißt, hier dürft ihr auf keinen Fall mit Stein bauen, sondern aus Metall oder eben auch Holz. Holz würde ich allerdings nicht empfehlen, weil Holz hält nun mal nicht lang. Deswegen kommt hier auch nur Stein, Metall in Frage. Da. Dann macht ihr das hier so und dann baut ihr das Ding so und dann habt ihr eigentlich auch schon das Grundgerüst davon. Packt denn hier das Teil drauf. Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschließen. Dann hier zumachen. Noch eine kleine Änderung für euch, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das hält. Also normalerweise hält das, wenn Epic nicht wieder irgendeinen Schadenspack reinhaut, wo die Zombies einfach instant überall viel mehr Schaden raushauen. Das ist möglich. Dann zeige ich euch gleich was anderes. Okay. So, die kommen ja einmal von da hinten und einmal von hier. Na, wir können das hier einfach so lassen, dann gehen die auf keinen Fall auf die Treppe. Aber wir müssen dafür dann noch etwas anderes bauen. Klar, ihr verbraucht dafür dann ein bisschen mehr Material. Aber das ist um einiges sicherer. Also ihr baut dasselbe wie vorne auf der anderen Seite. Die funktionieren trotzdem noch 5 Ticks, weil die nicht nebeneinander sind. Also sprich, die Schallmauer ist nicht unmittelbar neben dieser Schallmauer, also werden die Zombies nicht nach 5 Ticks immun, also hält das Ding. So. Hier ist wichtig, dass ihr denen die Möglichkeit auch gebt, hier hinlaufen zu können. Weil die kommen ja von dort, das heißt, die werden hier hochwandern, werden dorthin hinlaufen. Bevorzugt, das hoffe ich zumindest. Aber manchmal laufen die ja sowieso, wie sie wollen, also. So, da baut er hier noch eine Treppe dran und hier noch eine Treppe dran. Ja, wenn man nicht alles wieder aufschreckt hier. Ich weiß, dafür nimmt man nicht keine Nahgefahr, ist mir gerade aber jetzt egal. So, dann sind wir die auch wieder los. Sehr schön. So, hier alles aufwerten. Versucht immer euren eure Basis vorher schon zu platzieren, so zeitig wie möglich, damit das auch Ressourcen sammeln kann, wenn ihr das habt, wenn ihr das drin habt, dass es Ressourcen sammeln kann, dann tut das. Wie gesagt, das hier baue ich jetzt wirklich nur, damit die Zombies nicht so viel Schaden hier drin machen, damit die nicht alle hier reinlatschen, sondern sich ein bisschen aufteilen. Ich sage euch aber gleich, das funktioniert normalerweise sehr, sehr gut.
Es gibt aber auch Ausnahmen. So, ich habe das Ding jetzt, wie gesagt, doppelt gemoppelt. So. Von hier unten kommen sie nicht. Sollten sie eigentlich nicht. Das heißt, sie sollten hier eigentlich nicht an die Wand gehen. Alternativ macht ihr eben folgendes. Ihr lasst sie hier hochgehen. So. Also immer dafür sorgen, dass die Kollegen auch einen guten Weg haben, hier hochzugehen oder ähnliches, damit sie gar nicht erst versuchen, daran zu gehen. So. Ja, der hat mich natürlich gesehen, war ja klar. Okay, wir müssen das jetzt noch upgraden. Ich werde euch das so gut wie möglich hier rausschneiden, glaube ich. Alles klar, jetzt braucht ihr da nochmal zwei von den Teilen hier. Also ihr braucht die nicht unbedingt, könnt ihr auch weglassen. Ich nehme mal Wandstacheln und die auch Heilung machen. Dann setze ich eine da dran und eine da dran und fertig. Ist der Lack. Starte jetzt, bevor die anderen Viecher kommen. Einmal hier ein Guckloch und einmal da ein Guckloch. Die sollten sich jetzt möglichst aufteilen. Welche gehen hier rein? Ja. Und welche gehen da rein? Wartet so lange einfach hier drin. Und wenn Clubschieß dabei sind, also sprich die Strahler, dann macht hier zu, also hier die Fenster wieder zumachen, warten, die gehen dann von da ganz alleine hierbei rein. Auch meistens die, die an den Treppen hängen oder so, gehen normalerweise auch rein, sobald die sich abgewechselt haben. Und wenn nicht, sind es meistens dann Verbackte, die gehen dann generell überhaupt nicht mehr rein. Das ist aber nicht so wild, meistens machen die nicht genügend Schaden an den Teilen. Aber die sollten reingehen, ja. Genau, die warten immer auf einen bestimmten Ticker und dann gehen die da auch rein. So, jetzt sind die sehr gut abgewechselt. Ja, die Oma haut jetzt hier dagegen. Baut hier oben Deckel drauf, sollten die wirklich gar nicht reingehen und dann schwupp, rein editieren, fertig. Immer mal nachschauen. Hier sind aber nie bei weitem genug drin. Ihr seid in dem Fall absolut null passieren. Ja, und dann heißt es einfach nur noch abwarten. Das schneide ich euch mal eben raus. So, ein kleiner Zwischenstand. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen, also 8 von 16 Dateien und ich musste nicht einmal reparieren, also gar nicht. Das wird automatisch repariert, die machen bei weitem nicht genug Schaden, weil durch den Boden, den wir ja gesetzt haben, sollten die meisten Zombies eigentlich sich verbacken. Das heißt, sie sollten erst gar nicht gegen die Wand schlagen. Die stehen dann eigentlich gleich rum, seht ihr? Es sind nur wenig, die dann irgendwo dran schlagen, meistens so irgendwo da hinten. Aber eben nicht an die Wand, die wichtigste ist von allen. Meistens stehen die dann, backen die sich fest und dann hängen die da rum. Wichtig ist, dass ihr den Boden immer setzt. Lasst ihr den Boden weg und die Viecher einfach so rein, wie wir damals das gemacht haben. Also ohne diesen Boden. Dann despawnen die zum Teil. Und dafür spawnen dann wieder Bosse oder eben irgendwelches anderes Zeug. So, jetzt kam hier einer, weil der despawned ist. Warum auch immer, kann sich hier drinnen ja Dings verbuggt haben. Das passiert manchmal, das ist aber eher selten. Und dafür kommt meistens eigentlich kein Miniboss oder kein epischer, also kein Miniboss oder kein Smasher oder sonst irgendwas Schlimmes. Gut, dann sehen wir uns gleich, wenn das Ding zu Ende ist, wieder.
So, dann sind wir auch schon ja bei der Datenbeschaffung 15 von 16. Und was ist passiert? Noch gar nichts. Es ist alles schick. Ich muss hier gar nichts reparieren. Weil sie einfach nichts kaputt machen. So wie es sein soll. Und hier ist auch wichtig zu sagen noch, wenn hier mal welche rumstehen, zwei oder drei, die können ja nie genügend Schaden machen. Also da passiert nichts. Ja. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.